Ite ad Josef. So stand es früher, liebe Schwestern und Brüder, auf vielen Altären in den Kirchen, auf denen die Figur des heiligen Josef zu finden war. Oder unterhalb der Figur. Ite ad Josef. Geht hin zu Josef. Diese Einladung findet sich selten. Wenn man ihr auf den Grund geht, die in die Bibel Eingelesenen wissen, woher sie kommt, dann ist es zunächst merkwürdig, dass sie mit dem Josef, dem Mann Marias, unserem heiligen Josef, gar nichts zu tun hat. Es ist wie so oft, dass das Wort einer biblischen Randfigur, nämlich des Pharao zur Zeit des ägyptischen Josef, plötzlich noch einmal einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Bedeutung bekommt. So ist es immer wieder, wenn die Kirche sich über die alten Texte beugt, sie liest und plötzlich sich ihr der Reichtum dieses kleinen Wortes, das irgendwo am Rand steht, dass sich dieser Reichtum neu auftut. Das Wort des Pharao, nachdem Josef, der verkaufte, der verscherbelte Bruder, in Ägypten zu Ehren gekommen ist, dadurch, dass er einen Traum des Pharao zu deuten weiß. Weil Gott dem Pharao im Traum anzeigen will, wie Josef sagt, was geschehen wird. Und er wird über Ägypten eingesetzt, in den 7 reichen Erntejahren, und er organisiert es so, dass die 7 Hungerjahre zu bestehen sind. Alle kommen nach Ägypten. Und als das Volk zum Pharao schreit, so sagt er dieses Wort: Ite ad Josef, geht hin zu Josef. Dieses Wort hat sich die Kirche zu eigen gemacht. Nicht mehr für den ägyptischen Josef, sondern für den Josef, von dem wir so reichlich wenig wissen und den wir doch hoffentlich verehren. Für diesen unscheinbaren Gerechten in der heiligen Familie, an der Seite Marias, ohne den die Weihnachtsgeschichte nicht vorstellbar ist, ohne das, was Gott Erlösung nennt, ohne den Weg der Erlösung, ohne ihn kann dieser Weg nicht gegangen werden. Ite ad Josef. Wenn wir diese Einladung annehmen und zu Josef hingehen, dann fragen wir vielleicht, warum sollen wir das tun? Was finden wir denn bei dem Josef? Wir finden einen schweigsamen Mann. Geht hin zu Josef. Wir finden einen gehorsamen Mann. Geht hin zu Josef. Wir finden einen Gerechten vor den Augen Gottes. Geht hin zu Josef. Wir finden einen keuschen Mann. Geht hin zu Josef. Diese Inschrift und Einladung ist vielfach verschwunden, liebe Schwestern und Brüder. Die Josefsgebete, die Josefslitaneien sind oft genug in den neuen Büchern getilgt. Gehen wir nicht mehr zu Josef? Brauchen wir diesen Josef nicht mehr heute, da wir doch so toll sind? Da wir das Rad neu erfinden, auch das Rad des Glaubens und des Christentums? Ist das alles antiquiert? Kann man das wirklich einfach nur mit dem Stempel des 19. Jahrhunderts versehen? Ach ja, da spielte Familie noch eine solche Rolle. Die Konzepte von Keuschheit und Gehorsam, das geht ja heute alles nicht mehr. Also gehen wir nicht mehr zu Josef. Ob es der Kirche vielleicht gut täte, neu den Weg zu Josef zu gehen, um das Schweigen wieder zu lernen, das Gehorchen in seinem eigentlichen Sinn. Da geht es nicht darum, dass wir die Kirche in eine Kaserne verwandeln. Die Kirche hatte mit dem Militär reichlich wenig zu tun. Gehorsam heißt, auf das Wort Gottes hören. Wie es das Evangelium so lapidar sagt, sagt es ganz lapidar. Und er tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, im Traum. Wenn wir heute die kirchliche Wirklichkeit, zumindest die, die uns umgibt, sehen, wie viel Selbstdarstellung, wie viel Selbstproduktion es gibt. Man hat geradezu einen Hunger und Durst nach dem Schweigsamen, dem Gehorsamen und dem keuschen Josef. Hier ist nichts von Medienprostitution zu sehen, nichts
aus sich selber viel zu machen, dass man nun ja vorkommt. Wir wissen ja, was nicht gedruckt und gesendet wird, gibt es angeblich nicht. Josef ist nicht gedruckt und gesendet. Kein Wort gibt es von ihm. Aber er steht bis heute hoffentlich in unseren Kirchen als ihr schweigsamer Patron, als ihr Hüter. Ich meine das manchmal sogar ganz praktisch. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, als die Schwestern einmal vergessen hatten, die Kirche zuzuschließen, das ist schon lange her, schon fast 10 Jahre her, stand sie die ganze Nacht offen, hier in unserem Viertel. Es hätte übel ausgehen können. Am nächsten Morgen hätten wir hier einen Ort des Vandalismus finden können. Aber der Josef steht hinten an der Tür und passt auf. So wie er auf die ganze Kirche aufpasst, auf die Ursprungskirche aufpasst, auf die Jungfrau Mutter aufpasst, die in ihrer Mitte das Wort Gottes trägt, das lebendige Wort Gottes, Christus selber. Schweigsam, gehorsam, keusch. Ich finde, wir sollten den Josef ganz neu entdecken. Deshalb sollten wir zu ihm gehen, wie wir das gleich am Ende des Gottesdienstes tun. Wir sollten zu ihm gehen und diesen Weg für unsere Kirche und für unsere Zeit ganz neu finden. Schweigsam. Ambrosius sagt ja mal, er ist das ideale Vorbild eines Bischofs. Das ist lange her, dass Ambrosius das gesagt hat. Aber es geht nicht um die Bischöfe an diesem Fest, es geht auch um sie. Aber es geht um uns, dass wir uns an diesem Josef, an diesem Gerechten, an diesem Mann, der hört, gehorcht, der aus diesem großen Heilsdrama, das Gott in die Wege leitet, kein großes Drama macht, sondern er tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte.